wo du für ABK so ein T-Shirt gemacht hast. Ich weiß ja nicht Ja. mehr, was da steht oder so, Alas best aber. kennek hat drauf gestanden. Er hat da drauf gestanden. Was Glaube ich nochmal? steht da drauf. Alas best kennek. Ja, das, da hast du immer noch diesen T-Shirt. Ja, natürlich habe ich das. Ach so, ja, okay. Okay, ihr Lieben, Gott segne euch und eure Familien. Ihr müsst ein bisschen das Evangelium mal lesen. Nehmt euch mal Zeit dafür, ja? Für Ja, alles habt ihr Zeit. Warum nehmt ihr euch nicht mal Zeit für das Neue Testament? okay. Gott segne dich, mein Lieber. Okay, es gibt keinen Gott außer Ja, Allah Schienbein. Es gibt kein gutes. Die Nerven. Na, Was möchtest du mich heute ärgern? nein, ich will dich gar nicht ärgern. Ich Doch, habe jedes eine Mal, Frage wenn du an reinkommst, dich. du ärgerst mich immer. Nein. Ich habe eine Doch, du Frage machst an mich dich, die warten, kannst du Michael. mir auch morgen oder übermorgen beantworten. Und du kannst auch alle deine Christen einladen, die dir helfen. Tito, wir haben Die dir schon Frage 8 Millionen Mal lautet, geantwortet. Du bist ein Lügner, Mann. nenn mir bitte einen Vers aus der Bibel, der keinen Widerspruch hat. Das war die Frage. Morgen, übermorgen oder wann du Zeit hast, kannst du mir diese Vers nennen. Dann werden wir sehen, ob dieser Vers einen Widerspruch hat oder nicht. Raus mit dir. Ist das ein Typ? Warum tue ich überhaupt diese Leute hier rein? Ich verstehe mich nicht. Hallo? Ich muss mich Hallo? selber warnen. Hallo? Hallo? Was meinst du immer mit diesem Schienbein? Also, ich verstehe es nicht. Ja, der Allah sagt in Sure 68, Vers 42 und in Kombination mit Sahih Bukhari 7439 und 4919, dass Allah sein sexy Schienbein zeigt. Da steht da, dass Ja? er sein Schienbein zeigt, oder wie? Ja, willst du es selber prüfen? Kann es vorlesen? Du hast doch das Internet zur Hand, oder? Ja, aber keinen Bock auf Google zu gehen. Was hast du? Keinen Bock auf Google zu gehen. Warum? Oder warte, Sahih al-Bukhari? Ja, genau. Sahih al-Bukhari 4919. 4. Ich warte auf dich, mein Kleiner. Da bist du ja wieder. Also, Sahih al-Bukhari ist auch ein bisschen unauthentisch, meiner Meinung nach. Ich bin sowieso Schiite. Ach so, okay, das ist kein Problem. Das heißt dann, ja, ne? Es macht keinen Sinn, Bruder. Aber du siehst, dass die Schiiten ja auch glauben, dass zum Beispiel Allah die Hand von Al-Hussein so schüttelt und ihm Ja, die Bruder, Hand aber ich gibt, muss obwohl ja die auf wissen, dem was der Bett liegt. Kontext ist. Ja, was ist denn der Kontext? Bruder. Wo steht das denn, dass er es geschützt hat, Jan? Ja. Entschuldigung, der musste sein. Einen Moment, ich sag's sofort. Ey, ja, abgesehen jetzt vom Thema, ne? Bist du eigentlich noch gut mit BK oder gar nicht? Ach bitte Leute, hört auf mit dieser Nein, ABK, ehrlich, ABK. ich schwöre es ehrlich gemeint. Seid Ja, ihr ist auch miteinander ehrlich oder nicht? gemeint, auch mit diesem Unsinnhaufen. Hier, das ist aus Shia Library Online, siehst du das? Das ist eure Ja. Seite Shia Online Library, ne? Ja. Und das ist Stadt der Wunder von Sheikh Hashim al-Bahrani, Band 3 auf der Seite 464. Und dann lesen wir unten im Teil. So, und dort wird es sein Bleiben, also sein Bleiben Al-Hussein, Friede sei mit ihm, umgeben, bis Gott, der Allmächtige Al-Hussein besucht, ihm die Hand schüttelt und sich mit ihm auf das Bett setzt. Also, der Allah kommt und schüttelt die Hand von Al-Hussein und legt sich mit ihm ins Bett. Bruder, der Kontext ist aber was anderes, Bruder. Damit meint Wie er, der dass er mit ihm Kontext? redet, so. Letzten Endes, so. Soll ich Willst du mich gar erklären? nicht ändern, oder was?
Was? Willst du mich gerade verarschen, oder was? Nein. Wie Amir. nein? Guck mal, ich respektiere dich, okay? Wie nein? Was erzählst du denn da? Ich habe dir das gerade vorgegeben. Guck es doch selber nach. Bruder, vertrau Ja. mir, okay? Hast Vertrauen in mich? Sehr Auf ehrlich. keinen Fall in Warte, entschieden, sowieso warte. nicht der Takia-Meister ist. Okay, Bruder, guck mal, in diesem Buch steht das, weißt du? Ja. Aber ABK ist am Kreuz für dich gestorben, weißt du? Was mit dir? Allah Schienbein auf dich. Ibn Ashur. Ibn Ashur ist nicht da. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Was war das denn? Wo hast du deine Quellen? Kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Nee, ich wiederhole gar nichts mehr. Ich frage dich nur ganz normal, wo hast du deine Quellen her, dass du sagst, dass Allah ein Schienbein hat oder was weiß ich, Ja. ob er Hände hat oder ein Gesicht hat oder In was? Surat al-Qalam, Ayah Ich will, 42. dass du das rausholst, nicht mir sagen. Ich will das Beweis, dass du mir die Beweise vor meinen Augen zeigst. Wie wär's denn, wenn ich dir das sage und du das selber mal nachschlägst? Ich schlag hier nichts nach. Ach, du Du möchtest das sagst nicht. ja, Du willst Gott das hat wissen, mir das einfach so vorne Schienbein ist. gezeigt oder so. Das will ich sehen. Ja, willst du das nicht selber mit deinen eigenen Augen lesen? Von wo hast du die Quelle? Von wo? Von Al-Bukhari. Al-Bukhari oder so. Kommt es aus dem Koran? Ja. Steht es im Koran drin, in dem Steht heiligen im Koran Koran steht drin. es drin. Ja. Kannst du es rausholen? Bestimmt hast du diesen Koran Du oder hast doch nicht? bestimmt einen Koran zu Hause, oder? Alhamdulillah, normal habe ich einen Koran. Ja, hol mal deinen Koran bitte. Bruder, Wallah, ich kann aber kein Arabisch lesen. Du hast eine Und diese Übersetzung zu deutsche Hause, oder nicht? Übersetzung oder andere Übersetzung will ich nicht haben. Ja, aber wie vertraust du denn den Koran denn? Guck mal, die Grammatik von dem Arabischen ist die Hast du stärkste in der Welt, oder nicht? Hör auf, mir so Philosophie zu machen. Wie liest du Es den gibt Koran? Wie verstehst du den Bedeutungen, Koran? bestimmte Bedeutungen, zum Beispiel Hand. Auf Aus Arabisch gibt welchem es Land kommst tausende du? Bedeutungen Aus welchem dafür. Land kommst du? Wie bitte? Aus welchem Land kommst du? Ich bin Mensch. Aus welchem Land ist doch Aus egal. welchem Land Wir kommen kommst doch alle du? von einem Sprichst du Gott, oder nicht? Arabisch? Wie Sprichst du bitte? Arabisch? Sprichst du Als Arabisch? Kurdi. Ja, okay, siehst du. Also bist du gezwungen, eine Übersetzung zu nehmen, weil du kein Arabisch kannst? Nee, bin ich nicht. Meine Mutter kann Alhamdulillah Arabisch. Ja, was, wenn deine Mutter dich anlügt? Wie soll meine Mutter mich anlügen? Bitte, ich Ja, kann auch bitte. sein, dass sie dir einige Stellen vielleicht verheimlicht oder dir versucht zu verschönigen, damit du keinen Zweifel im Islam bekommst. Nein, nein, ich würde niemals Zweifel im Islam haben. Ja, wenn du Ich niemals habe eine Zweifel hast, Frage. ist das Ich habe eine Frage, okay? Du bist ja Ex-Moslem. Ja. Wie wurdest du denn überzeugt, dass der Islam falsch ist? Der Allah sagt zum Beispiel in Sure 5, Vers 33, dass dieses Wort von ihm, dieser ganze Vers von ihm, in Ewigkeit auf seiner Tafel geschrieben steht. Komischerweise habe ich festgestellt, dass 1000 Jahre zuvor ein jüdischer Rabbiner genau denselben Satz gesagt hat. Und deswegen hast du die Religion gewechselt. Es war einer von 1 Million Gründen. Eine von einer Million. Ja, genau. Das Okay. reicht ja schon. Allein, dass Allah seine Verse von einem Menschen klaut, reicht vollkommen aus, um dieses Buch zu Astaghfirullah, disqualifizieren. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah ist nichts anderes als Hugh Hefner. Kennst du Hugh Hefner? Warum vergleichst du den allmächtigen Gott mit einem Menschen? Ich frage mich, warum Okay, du ich das sage dir vergleichst. warum. Was ist der Unterschied zwischen Allah, der oben in seinem Himmelreich einen Hör Ort mich, erschaffen lass hat? mich nicht. Hör mir Er ist zu, nicht. bevor du antwortest. Guck mal, hör mir Okay. ganz zu, dann kannst du darüber nachdenken. Immer. Was ist der Unterschied zwischen Allah, der einen Ort erschafft, wo Frauen mit schwellenden, du weißt schon, mit schwellenden Bubis rumlaufen und nur für eine Sache für dich kreiert wurden, damit du sie in Ewigkeit auseinander nimmst? Was ist aber der Unterschied zwischen Allah und Hugh Hefner, der genau dasselbe hier auf Erden macht mit seiner Playboy-Bunny-Menschen? Wo auf einmal Frauen mit Schwellen, du weißt schon was, für eine Sache dort sind, damit sie die Männer dort glücklich machen. Was ist der Unterschied? Bruder, das kann ich, habe ich nicht so gesehen. Ich bin noch nicht im Himmel gewesen. Ob das stimmt oder nicht, kannst du nicht sagen. Hediert oder nicht. Bin noch nicht im Himmel.
Ja, Digga. Warte mal, für dich ist ja Isa. Der war wirklich gut. Ich war noch nicht im Himmel gewesen. Ich habe schon gedacht, das Evangelium nach David hat mir gerade schon gereicht. Aber was du jetzt gerade gesagt hast. Okay, warte, wir reden doch ganz normal. So nicht? Warum machst du die Leute denn fertig? Wir können doch ganz normal reden, oder mache ich dir nicht fertig, weil du einen Götzen anbietest? Jesus, am Kreuz gehängt wurde. Du musst doch überlegen, wenn du etwas sagst. Du musst doch erstmal vorher nachdenken, bevor du etwas rausplapperst, oder? Tamam, hast du. Okay. Ich habe eine Frage. Du sagst ja, dass Isa Jesus Gott ist, oder? Ja, der Koran sagt das. Das dachte ich was. Der Koran hat nicht gesagt, dass Jesus Gott ist. Ja, wenn jemand allwissend ist, ist er nicht Gott? Er ist nicht allwissend. Ja, Jesus ist allwissend im Koran. Also hat Jesus, als er auf die Welt gekommen ist, schon seinen Leuten gesagt, dass er gehängt wird, dass er gekreuzigt wird? Hat er das davor gesagt, als er auf die Welt gekommen ist? Fabi. Wenn der Isa aus dem Koran weiß, was 8 Milliarden Menschen in ihren Häusern aufgespeichert haben, ist er Gott oder nicht? Astaghfirullah, ist er nicht. Ja, wie kann er denn die Fähigkeit von Allwissenheit haben? Ich habe dir eine Frage gestellt. Du sagst ja, Jesus ist Gott. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er gesagt, zu seinen Leuten oder zu seiner Mutter, hat er gesagt, dass er von den Römern gekreuzigt wird? Ja, hat er gesagt. Steht in der Bibel so drin. Er kommt auf die Welt und sagt direkt, ich würde von den... Als er größer geworden ist, hat er den Leuten das gesagt. Hat er gesagt, ja, der Sohn des Menschen wird den Menschen ausgeliefert werden, damit er für die Sünden der Menschen bezahlt. Ja, okay. Ja, wie ja, okay. Wenn du jetzt auf einmal sagst du einfach nur ja, okay, anstatt du sagst, wenn er das wirklich gesagt hat, dann ist das wohl doch besser, wenn ich mal die Bibel selber mal lese, ne? Guck mal, Jesus ist ein Mensch gewesen, so wie du und ich. Es war ein Prophet von Gott. Es war ein Prophet von Gott. Gott hat ihn als Zeichen den ungläubigen Menschen hier gebracht für seine Allmächtigkeit. Jesus konnte Tote auferstehen lassen wegen Gott, nicht wegen ihm selber. Er ist ein Mensch wie ich und du gewesen. Ja, aber wenn der Jesus Christus aus der Bibel sagt, ich lasse mein Leben und niemand nimmt mein Leben, ich habe die Macht, es zu nehmen und es auch zu lassen, kann ein Prophet Gottes sowas sagen? Wie meinst du nochmal? Kannst du nochmal wiederholen, tut mir leid. Ja, hat ein Prophet Gottes Macht über Tod und Leben? Kein Prophet hatte Macht über Tod und Leben. Und nicht Jesus. Keiner. Und du siehst, dass Jesus Christus Macht über Tod und Leben hat. Wer vergibt denn Sünden? Was meinst du? Nur der Gott vergibt Sünden. Dankeschön. Markus 2,5. Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der Sünden vergibt. Guck mal, wie kannst du einen Schöpfer... Okay, ich danke dir von ganzem Herzen. Das hast du jetzt gerade gesehen. Du musst Bibel lesen. Du musst Bibel lesen, Kurdi. Bitte. Nerv, Dr. Schäfer. Wieder was sagen. Begrüßt mit uns Asis, ihr Lieben. Amir, mein Freund, wie geht's dir? Ey, warte mal, Ton ist weg. Jetzt ist wieder gut. Ja, jetzt, ich höre dich. Okay, ja. Wie geht's dir, Asis? Ja, ganz gut soweit. Und dir? Ja, falls die Leute dich nicht kennen, ich möchte den Asis kurz mal vorstellen. Der kam vor einiger Zeit zu mir und hat sich als Kamelurin-Fetischist so dargestellt. Er liebt Kamelurin. Also Asis kann das auch bestätigen. Ja, das stimmt. Was heißt lieb Kamelurin? Ich habe das nur einmal getrunken bis jetzt. Kamelpipi, ne? Ja, aber du bringst das so rüber, als ob ich das hier jeden Tag trinken würde. Ja, aber du hast das total voll gepriesen. Hast gesagt, boah, Amir, das musst du mal trinken. Das ist wohl Hammer. Ja. Ja. Was soll das? Warum empfiehlst du mir, Kacke zu trinken? Das ist kein Kacke, Kamelurin. Ja, aber das ist doch die... Der Stuhlgang ist ja das Feste und die Flüssige ist ja dann... Hallo? Ja. Also du willst, dass ich Giftstoffe zu mir nehme, Asis? Statt du liebst mich. Ja, Mann, ich kläre dich mal auf mit deinen Schienbein-Geschichte. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert, mein Freund.
Okay. Ich komme mal zu 68-42. Ja. Deine Schienbeingeschichte. Schienbeingeschichte. So. Willst du auf Deutsch oder auf Arabisch hören? Mach beides ruhig. Also am Tag, da manch ein Schenkel entblößt wird. Und sie ausgefordert werden, sich anbeten niederzuwerfen. Genau, da werden sie es nicht können. Jetzt kläre ich dich mal auf, Dr. Abu Amir. Oh, danke schön, dass du mich aufklären möchtest. Hm? Hör mal, damit ist jetzt gemeint, jetzt hör mal gut zu. Damit ist gemeint, mit diesem Schenkel entblößen, ja, dass, wenn jemand sehr sauer ist, das hör mir gut zu, ja, die Araber haben ja so ein langes Gewand. Das ist für diese Abaya, ne? Abaya, ne? Also hat alle auch eine Abaya. Nein, das ist jetzt nur damit gemeint, wenn jemand böse ist, tut er diese Abaya hoch, dieses lange Gewand hoch, ja, und da sieht man einen Schenkel. Das heißt, damit ist nur gemeint, dass jemand sehr böse ist, sehr wütend ist. Also ist das nicht Allahs Schenkel? Nein, damit ist gemeint, dass Allah an dem Tag X sehr böse und wütend sein wird auf diejenigen, die ungläubig gewesen sind. Asis. Hör mal zu. Kannst du mal bitte Sahih Bukhari 4919 aufschlagen? Ach, dann lass mich zu Ende reden, dann kann ich das aufschlagen. So, das heißt, du kennst das ja hier vom Westen, ne? Wenn jetzt jemand ein Hemd anhat, ja? So, und du siehst das auch in den Filmen, wenn die sich prügeln wollen, ja, dann krempeln die ja das Hemd hoch, ne? So. Und die Araber haben das früher gemacht mit diesem Gewand. Ja, das ist die Erklärung. Asis, weißt du, was du da eigentlich sagst? Asis, dass Allah wirklich ein Gewand trägt. Jetzt pass mal auf. Nein, das ist die Erklärung, dass man wütend ist. Kein Problem. Mal gucken, wer den Koran besser erklärt. Du oder der Prophet des Islams. Geh mal zu Sahih Bukhari 4919. 4 was? 4919 und lies mal vor. Du hast gerade Allah mit Hijab erklärt. Nein, nicht mit Hijab erklärt. Ich habe dir nur erklärt, dass wenn jemand das Gewand hochtut und man einen Schenkel sieht oder einen Schienbein sieht. So, jetzt wollen wir herausfinden, gemeint wer ist, dass jemand sehr wütend ist. Asis, jetzt wollen wir wissen, wer ist so wütend und macht sein Gewand hoch, damit seine Schienbeine entblößt werden, okay? Nein. Die Bedeutung ist, dass jemand wütend ist. Ich habe nicht gesagt, dass Allah ein Gewand hat. Asis, ich möchte wissen, wer ist wütend und zeigt sein Schienbein. Mach hinne. Warte. 4919. Ja, bitte. So, 4919. I heard the Prophet saying, our Lord, Allah, will lay bare his sheen, and then all the believers, men and women, will prostrate themselves before him. Also ist Allah wütend und wird sein Schienbein zeigen. Dankeschön. Was machst du dich über ein Asis, du hast gerade Allah vernichtet. Warte, ganz kurz. Was stört dich an einem Schienbein, wenn du das ansprichst von Allah? Aber dein Gott, Jesus, hat auch ein Schienbein. Asis, mein Gott wurde ein perfekter Mensch. Dein Gott ist einfach im Universum geblieben. Was ist denn? Ist Allah ein Schienbein oder was? Ja, ist dein Gott ein Mensch? Mein Gott wurde Mensch. Der ist kein Mensch. Er wurde Mensch. Und mit diesem verherrlichten Körper ist er im Himmel aufgefahren. Aber Allah, wo ist Allah? Wo ist dieses Schienbein? Der muss ja an Materie gebunden sein. Das heißt, dass dein Gott im Himmel jetzt, dein Jesus, auch ein Schienbein hat. Wo ist das Problem? Er ist ein perfekter Mensch. Aufgefahren zum Himmel, genau. So. Ja. Aber wo, was ist Allah? Ist er ein Schienbein oder was ist er? Aber dein Gott hat ja auch ein Schienbein. Aber du warst doch gerade damit nicht einverstanden mit dem, was ich gesagt habe. Und jetzt auf einmal hast du gemerkt, dass Allah doch ein Schienbein hat. Siehst du, wie du dich schämst? Ja, aber das ist ja nicht das Schienbein wie deins und meins. Aber es ist trotzdem ein Schienbein. Mein Schienbein ist auch nicht das gleiche wie von einem Elefanten. Ja, keine Ahnung, wie das Schienbein von Allah aussieht. Keine Ahnung. Siehst du, Asis, hast du gerade Allah Asis, du hast gerade Allah als einen wütenden Mann bezeichnet, der auf einmal sein Schienbein zeigt, siehst du? Es handelt sich doch um Gott. Nein, du verdrehst immer die Geschichte. Ich hab dir nur Asis, gesagt, die Leute haben dich gehört, frag sie mal. Ja, ich sag dir ja, wie ich es gesagt habe. Ich habe dir nur gesagt, dass die Araber früher ein Gewand gehabt haben, ja, und wenn die es hochgemacht haben, ja, dann sind die wütend gewesen. Okay. Ja? Und wir haben verstanden, dass das eigentlich Araber sind. Aber dann hast du selber gelesen, dass es doch nicht Araber sind, dass Allah wütend ist und wie so ein Araber sein Kleid hochzieht und sein sexy Schienbein zeigt.
Nein, nicht, es geht sich ja nicht um das Schienbein zeigen. Es geht sich darum, dass Ah, deswegen jemand in scheint dem dir zu Moment wütend beachten, ist. dass 42 dein Schienbein. Du hast gesagt, das sind Menschen, du Lügner. Nein, ich habe dir nur gesagt, wenn jemand sein Gewand hochtut und du siehst das Schienbein, dann ist jemand wütend. Ah, hier geht es nicht um irgendjemand, hier geht es um Gott, der sein Schienbein zeigt. Und ich habe es dir bewiesen. Das ist nämlich die Auslegung zu Sura 68, Vers 42. Das steht sogar da oben. Lies mal bitte vor. Was mit dieser erhörte Über dem Text steht ein Kapitel, das Kapitel von Sahih Bukhari. Was steht da? Ja, ich weiß, dass es sich um 68,42 geht. Aha, siehst du, das ist der Kontext zu 68, Vers 42. Es handelt sich nicht um Menschen, die irgendwie ihr Schienbein zeigen und sich anbeten vor irgendwas niederwerfen. Nein, es handelt sich um Gott, der sein Schienbein zeigt, was du uns gerade vorgelesen hast, und die Menschen sich vor Allahs Schienbein niederwerfen. Es ist also wie Sharon Stone. Kennst du Sharon Stone? Ja, aber dieses Schienbein ist doch nicht wie deins und meins. Wie Ah, willst du denn mein Allahs Schienbein ist Schienbein auch nicht das definieren? Schienbein von einer Ameise. Hör mal auf, Mann, damit. Hör mal, du kennst doch Gott, ne? Jesus und der Heilige Geist. Der Vater, Jesus und der Heilige Geist, okay? So, du weißt ja, dass Jesus ein Mensch ist. So, wie sieht denn der Vater von Jesus aus? Der lebt in einem unzugänglichen Licht. Der Sohn hat uns Kunde gegeben über den Vater. Ja, wie Der sieht der Sohn Vater wurde denn aus Mund. von Jesus? Wie sieht er aus? Keiner Hat er weiß, wie der ein Schienbein? Vater aussieht. Er ist Geist. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und Wahrheit anbeten. Johannes 4. Ja, das heißt, Aber dein wie Gott sieht ist er überhaupt aus? gar nichts. Dein Gott ist ein Schienbein. Er ist nicht Geist. Ja, aber dein Gott, dein Vater, der Vater von Jesus, wie sieht er denn aus, deiner Meinung nach? Keiner weiß, wie der Vater von Jesus aussieht, weil er in einem unzugänglichen Licht wohnt. Alles, du hast gerade vor 1000 Leuten gelogen über deine Unzugängliche eigene Licht, Religion. unzugängliche Licht, Ja, okay. das sagt der Herr Jesus Christus, in einem unzugänglichen Licht wohnt der Vater. Ah, okay, unzugängliche Licht. Hat keiner Zugang, oder was? Keiner hat Zugang zu diesem Licht, weil wenn du einmal da reingucken würdest, würdest du ja sofort erblinden alles. Ah, okay. Dann lieber nicht, ne? Dann gehe ich lieber in die Hölle dann, oder Okay. was? Amir, Ich danke dir, Aziz. Danke, dass du Allah vernichtet hast. Vielen Dank. Bis später, ich Aziz. wünsche dir einen schönen Abend, Amir. Ich dir auch. Ciao, Okay, Aziz. ciao, ciao, ciao. Der Aziz kommt kurz rein, vernichtet den Islam und geht wieder weg. Ich liebe den Aziz. Der ist der Beste, ehrlich. Ey. Ich wünsche mir von Herzen, dass der eines Tages eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Was meint ihr, was der, ich wette mit dir, der geht gleich da rein und guckt sich diesen Vers nochmal an und sagt, ach du Heilige, der Allah hat wirklich ein Schienbein. Was ist das für eine Vorstellung von Gott? Was ist das? Wenn er ein Schienbein hat, dann muss das Schienbein ja an irgendwas gebunden sein. Da hat er einen Rumpf, da hat er auch einen Hintern, hat er auch ein Aloch. Jetzt ergibt das alles Sinn, dass Allah sitzt, weil du denkst ja dann weiter, wenn, das kann doch nicht nur ein Schienbein sein, Leute. Allah ist einfach nur ein Schienbein oder hat an oder hat, ist das an irgendwas gebunden? Ha! Oder? Das ist abgefahren, das kannst du keinem erzählen. Ne? Ja, was redet ihr, Kuffar? Ja, ihr seid wirklich Kuffar, das ist recht ehrlich, das kannst du keinem erzählen. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Gott segne dich und deine Familie. Hörst du mich? Ja. Ja, ich höre dich, ja. Super. Ich wollte dir nur mal ganz kurz erzählen, dass du hier ganz viele heimliche Fans hast und dich ganz viele Menschen heimlich toll finden. Ich bin letzte Woche ins Büro rein auf meine Arbeit und höre meinen Chef. Ich höre, er ist die ganze Zeit am Handy und hört die ganze Zeit irgendein Live. Und ich sag so, und er ist Türke, eigentlich Vollblutkanake, ja? Vollblutmoslem so. Ich komme rein, ich sag so, hä, die Stimme kenne ich doch irgendwo her. Das warst du, ne? Und ich gucke ihn so an, ich sag so, wie? Ich sag so, wie, du hörst, hä? Ich gucke ihn so an, ich sag, bist du nicht Moslem? Er sagt so, ja, aber ich höre ihn Will mehr jeden von seiner Morgen an. Religion erfahren. Und ich finde den so, und er sagt, ich finde den so geil, ich finde den so krass, den Typen, aber ey, unter uns, bitte verrate das niemandem.
alle heimlich. Die gucken, oh, Hammer, sehr gut, macht der was. Ey, wirklich? Ein Vollblut-Moslem. Mama, Papa, alle, wirklich, ganz krass. Ja, Hammer, sehr schön. Der Dr. Scherer ist überall. Das war für mich so, ey, bitte. Ganz, ganz, ja. Auf jeden Fall, du hast mega viele Fans. Was er meinte, du bist richtig toll. Du gibst den Leuten einfach nur ein bisschen zu viel Angriffsfläche. Du gehst auf diese Angriffe ein und er meinte, du könntest so vielen Menschen mehr die Augen öffnen, aber er meinte, du musst ein bisschen ruhiger bleiben, ein bisschen gechillter. Und ja, das kann ich nicht. Das ist meine Art und Weise. Ja, ist normal. Aber auf jeden Fall, du hast mega viele heimliche Fans, ja? An die ganzen Moslems hier, dass ihr Bescheid wisst. Eure Brüder feiern ihn, ob ihr wollt oder nicht. Immer schön, aber die sollen nicht meine Fans sein, die sollen dem Herrn Jesus Christus folgen. Das wäre schön. Okay. Beten. Gut. Jetzt wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Ja, vielen Dank, mein Liebe. Gott segne dich, ja? Mach weiter so, dich auch. Danke dir. Okay, ciao, ciao. Ciao. Mein Schiff, der hört sich auch nicht schlecht. Ja, gut. Wer alles den Dr. Sheikh Abu Amir hört, ne, das ist Klassiker. Das ist legendären Status hier. Legends Hallo. Status. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte nur sagen, du bist der größte Kuffar, den ich kenne. Ja, komm, ich weiß schon. Kein Problem, ich bin dafür. Ich werde euch allen Einheit gebieten. Kein Thema, Dr. Sheikh ist da. Raus hier. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Danke für alles, was ihr für mich tut. Gott segne euch und eure Familie. Möge euch das 10-millionenfache zurückgeben. Hallo? Hallo? Sophia? Sophia. Mama Mia, Sophia. Sophia, Mama Mia. Nichts sagen? Aus Versehen, ne? Ich mag dich raus, keine Sorge. Kamule. Sogar Allah hört sich Amir an und Allah ist Fan. Der Allah ist auch ein Fan von mir. Das ist heftig, ne? Das müsste ich mir geben. Der Allah ist auch mein Fan. Ja. Alles quasi. Oh, Dr. Sheikh Abu Amir, Gottes Segen. Ja, schön, Sie zu sehen. Gott segne Sie und Ihre Familie. Ich habe mal eine kurze Frage, und zwar, Allah hat doch nicht nur ein Schienbein, der hat auch noch zwei rechte Hände oder so, gell? Ja, genau, der hat zwei rechte Hände. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er auch eine linke Hand hat. Ja, aber ich verstehe nicht, zu was man dann betet, zu so einem Ding aus verschiedenen Körperteilen, oder? Ja, genau, wenn die Muslime also sagen, was für ein Gottesbild habt ihr denn, dann musst du sagen, ja, wir glauben an einen allmächtigen Gott, der durch Gezeiten durch die Propheten angekündigt hat, dass er selber Mensch wird. Er wurde ein perfekter Mensch, ohne Sünde, heilig, und mit diesem verherrlichten Körper ist er zur ewigen Trinität wieder aufgefahren. Von dort aus wird er kommen, um die Toten und die Lebenden zu richten. Allah ist ein Transformers, der aus einem Bein, Fuß, zwei rechte Hände, wolligem Haar, einen grünen Anzug und Backenzähnen besteht. Wundervoll. Was ein schöner Gott, ne? Das ist sehr gut. Also kann ich auch Optimus Prime anbeten gehen. Kannst du Transformers gucken? Was ist der Unterschied zwischen Optimus Prime und Allah? Sag es mir mal bitte. Jetzt mal ernst gemeinte Frage. Ja, dass Optimus Prime vielleicht noch so eine tiefe Stimme hat oder so. Ja, vielleicht hat er eine tiefe Stimme, genau. Aber der hat einen grünen Anzug. Kennst du diese von, was gab es denn damals? Diese komischen Basketballteam mit diesem kleinen Mann, der da stand. Kennst du den noch? Ja, oder so irischer Kobold. Ja, genau, irischer Kobold. Sehr, sehr gut. Celtics. Da macht und diesen Kaufvertrag. Du machst diesen Kaufvertrag mit diesem irischen Kobold, weißt du? Genau, so sieht's aus. Steif und da. Ja, okay, Dr. Sheikh, aber mir, ich wünsche dir einen schönen Abend. Okay. Gott segne dich und deine Familie. Gut, dass du hier machst. Okay, Gottes Segen, ciao.
Ja, das müsst ihr euch mal geben. Seht ihr, die Muslime hier in Europa und ganz besonders in Deutschland können alles zu euch sagen und zu eurem Glauben. Tut ihnen irgendjemand was? Nein. Sie schreien noch ganz laut und machen euren Glauben fertig. Jetzt stell mal vor, einer dreht den Spieß um und macht das mal, was die machen. Und? Wie ist das? Wie ist das? Ist das schön? Ist das gut? Wenn ihr die ganze Zeit so auf die Christen eindrescht, so mit den Christen umgeht, so mit den Christen macht und mit Andersgläubigen, siehst du? Und eure Schriften geben das sogar noch her, dass das alles nicht mehr normal ist, was der Allah davon sich gibt, ne? Das ist das. Hallo. Hallo, mein lieber Gott, ich bin schon da. Ah, danke. Ich wollte dich nur fragen, also könntest du so drei Sachen aufzählen, die du am Islam, am Islam glaubwürdigsten findest und drei Sachen, die du nicht so glaubwürdig findest? Ich finde überhaupt nicht glaubwürdig am Islam. Ich finde überhaupt nur unglaubwürdige Sachen da drin. Nur unglaubwürdige Sachen. Man muss sich mal vorstellen, dass der Allah sich Gedanken macht um die sexuelle Lust seines Propheten und ihm erlaubt, mit allen Frauen zu schlafen, vorausgesetzt, dass er sie haben möchte. Also der macht so Qual nach Wahl. Kennst du das? Wahl nach Qual? Ja, also er guckt sich dann so die Frauen an und sagt, okay, du gefällst mir, komm mal her in meinen Haaren. Ah, du geh mal weg, du bist hässlich. Ah, okay, du bist wieder gut. Naja, du geh mal weg. Komm mal hier, Papa. Du, ach, geh mal zur Seite, Mann, du Hässliche. Ach, du bist wieder gut, komm her. So. Ist das normal? Du meinst jetzt im Paradies wahrscheinlich, ne? Ja, auf Erden, was für ein Paradies, Sure 33, Vers 50. Der Allah, der in der siebten Galaxie ist, macht sich Gedanken um die sexuelle Lust seines Propheten. Muss dir mal vorstellen, der Mohammed hat einfach Allah erfunden, um an so viele Frauen ranzukommen, wie es nur geht. Da hat sich Vorteile dadurch erschaffen und dann geschaffen. Dann sehen wir, dass jeder, der so sich Vorteile verschafft durch das, was er dort gerade erfindet, also durch das, was er so gerade predigt, merkt man, dass er absolut ein Hochstapler ist. Ein richtiger Hochstapler. Also das ist schon hart, was du gesagt hast, ne? Also. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und das wisst ihr alle. Stell dir mal vor, Emma, du läufst mit deiner Frau gerade und du hast mit deiner Frau, du liebst deine Frau ohne Ende. Du hast mit dieser Frau wunderschöne Kinder, die wie Perlen sind. Und du würdest niemals jemanden an deine Frau ranlassen oder an deine Kinder. Und dann auf einmal guckt der Mohammed deine Frau an und du musst dich scheiden lassen, damit Mohammed sie in ungestört punkten kann. Wow. Das ist ein Prophet Gottes. Oh, das ist schon hart. Ne? Aber das ist das Allerletzte vom letzten Mann. Welcher Muslim der Welt würde sowas denn machen? Seine geliebte Frau einfach hergeben, damit der Mohammed sie mal eben auseinandernehmen darf. Was ist das denn? Ja, ist das Prophet Gottes? Das würden bestimmt viele machen, ne? Ja, du siehst, dass es erhebliche Zweifel an seinem Prophetentum gibt. Auch die Tatsache, dass der durch einen Juden verhext wurde in Sahih Bukhari, ne? Und dass er sich Sachen vorgestellt hat, die er in Wahrheit niemals getan hat. Der dachte, der schläft mit seinen Frauen, obwohl er es niemals getan hat. Ich frage mich bis heute, wie das aussah. Hat er in der Luft irgendwas gemacht oder wie? Und die Sahaba haben das so aufgeschrieben. Guck dir das mal bitte an. Wo steht das? Wo stand das? Also, ja, zeige ich dir. Hast du das Internet gerade zur Hand? Ja, aber leider, also kein zweites. Ich bin noch nicht so reich. Also er hat sich vorgestellt, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es in Wahrheit niemals getan hat. Hier, Sahih al-Bukhari 5765. Sahih al-Bukhari 5765. Magie wurde angewendet an Allahs Apostel, sodass er sich vorstellte, mit seinen Frauen sexuelle Handlungen zu tätigen, obwohl er es in Wahrheit niemals tat. Und das Kranke ist, da kommen auf einmal zwei Engel, einer an seinen Kopf und einer an seine Füße, die gucken sich Mohammed an und dann sagen die, was stimmt mit diesem Mann nicht? Heftig, ne? Der war die ganze Zeit unter Illusion. Wie kann man ihm überhaupt seine Seele anvertrauen? Guck mal, ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper. Du musst nicht mehr normal in der Birne sein, Mann.
Alle müsst ihr rausgehen aus dem Islam eigentlich und sagen, ey Leute, sind wir krank? Wir folgen einem Mann, der verhext wurde und nicht Herr seiner Sinne war, der sich vorgestellt hat, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es nie getan hat. Wo war Allah, um ihn zu beschützen in Sure 15, Vers 44? Dass Satan keine Macht über ihn hatte. Wer glaubt an so einen Schrotthaufen, Mann? Aber... Und dann fragst du mich, warum ich Zweifel am Islam habe? Das ist nur eine von zigtausenden von Sachen. Wie lange bist du denn schon? Also kein Moslem mehr? Wie lange bin ich kein Moslem mehr? Ungefähr 12 Jahre oder so? 12 Jahre. Seit 11 Jahren bin ich Christ jetzt geworden. Ja, ungefähr 1-2 Jahre vorher bin ich dann rausgegangen und auf Suche und so. Und dann habe ich den Herrn dann angenommen durch die ganze Recherche. Das machen sehr wenige. Die meisten fühlen sich pudelwohl in ihrer Religion. Super. Toll. Das Problem ist, ich muss mich auch mit meiner Religion eigentlich, ne? Beschäftigen. Du wirst dann sehen. Sobald du dich damit beschäftigst, wirst du auf Sachen stoßen, die unfassbar sind. Unglaublich. Und was passiert mit den Leuten, die Moslem, also jetzt zum Beispiel wie du, die Moslem waren und dann nicht mehr Moslems sind? Was passiert mit denen? Also laut Koran würde was mit denen passieren, die den Islam verlassen, zum Beispiel? Ja, der Mohammed hat ja gesagt, man bettala dini faqtiluhu, wer seine Religion ändert, den Nacken therapiert. Ne? Aber ich habe keine Angst, verstehst du? Weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Herr Jesus Christus hat mir ein Versprechen gegeben. Und das aus dem Mund eines Sündlosen, der nicht unter schwarzer Magie stand, sondern Herr seiner Sinne war und den Leuten das mitgegeben hat und gesagt hat, wer sein Leben für mich lässt, der wird es hundertfältig bekommen. Und davon kannst du aber sowas von ausgehen, dass der Herr Jesus Christus das auch durchsetzt, was er sagt. So einfach ist das. Du hattest mir mal einmal was, also eine Debatte vorgeschlagen, aber die war auf Englisch. Ich konnte hab ich das. Gesagt? Verstehst du Englisch? Hast du gesagt, ja. Ja, aber dann nicht so dieses Englisch, weißt du? So diesen. Ja, ich bin Englisch denn sonst. Ja, es gibt ja so Straßenenglisch, so. Ja, soll ich denn so Englisch geben, wie so die Leute aus den Slums reden, oder was? Yo, what up, man? I got to get four fine in hell. Das verstehst du dann besser, ne? Ja. Na, hör mal auf mit dem Schrott. Hey, yo, what up, Gary? I got something like that. Hey, come here, bro. So ein Englisch ist besser dann, ne, als Debatte. Hey, yo, I got a Jesus Christ coming here in the, on the cross and some Allah says to me, what up? And Allah show his leg and bear down and throw in his hand. Was für Englisch willst du denn? What's up, bro? What's up, bro? So ein Englisch willst du auf einmal, dass so zwei Schwarzafrikaner dann mit so Slang miteinander reden, ne? So gang. What do you got, man? Nein, du musst dir ein bisschen Zeit dafür nehmen. Also, wenn dir wirklich was an deiner Seele liegt, dann nimmst du dir Zeit. Ich habe mir auch Zeit genommen. Das war auch für mich etwas schwierig, aber ich habe Stück für Stück, wenn etwas unklar, wieder zurückgemacht. Wieder 10 Sekunden zurück. Was hat er gerade gesagt? Muss ich immer wieder zuhören, ne? Das ist heftig. Mir wirklich Zeit genommen für das Thema. Ja, du hast du jedes Buch gelesen, also den Koran und die Bibel? Den Koran und die Bibel habe ich gelesen, ja. Und dann hast du natürlich andere Bücher, die ich hier habe, die ich auch zwischendurch immer mal wieder lese und ja, die Bibel halt immer. Und jetzt habe ich mir zurzeit islamisches Recht geholt. Da habe ich jetzt auch angefangen zu lesen. Hier so ein richtig fettes Buch, 3-mal den Koran. Gerade an den ersten Seiten, das ist heftig, das Teil, das ist so brutal. Islamisches Recht und Koranauslegung. Also ja, das ist wie so Jurastudium fürs islamische Recht. Ne? Also ein richtiges Studium für islamisches Recht, Jurastudium. Ah, also. Ja, also wenn du danach fertig bist, dann bist du ja fast schon Professor. Dr. Professor Abu Amir musst du mich dann nennen. Ja, du musst dir Bücher zulegen, das geht nicht anders. Bücher, du musst dir Debatten angucken, du musst gucken, was Gelehrte zu verschiedenen Themen sagen. Ja, wenn dich das Thema interessiert, dann wirst du einiges herausfinden, glaube ich. Wie lange hast du ungefähr gelernt, also dass du
so viel Ahnung hast? Ungefähr. Das kommt mit der Zeit. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, sondern ein stetig weiterer Prozess. Du läufst einen stetig weiteren Prozess durch, ne? Und da lernst du und lernst. Und dann irgendwann mal hast du natürlich ein gewisses Repertoire aufgebaut. Ne? Weil manchmal, ich gucke ja zu, ich höre so, ne? Und dann, ich denke mir so, ich verstehe gar nichts und so, weißt du? Dieses, also so. Ja, aber du bist noch am Anfang, das kommt, ne, mit der Zeit. Ja, du musst dich aber auch für das Thema interessieren. Wenn dich das nicht interessiert, dann kriegt dein Kopf das nicht rein. Das ist das. Ja, so wie mit Motto und so, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, gut, dann wär's das eigentlich. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Jo, ciao, bro, you know. Mach's gut, mein Bester, ciao. Wunderschön erstmal. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke dir. Lass uns mal ein bisschen unterhalten. Ich werde nicht glauben, was du glaubst, und du wirst nicht glauben, was ich glaube. Lass uns über Fakten reden. Okay? Die tausend Leute, die zuschauen, bitte googeln. Okay? Bitte googeln. Fangt an zu googeln, wie er immer sagt, mit googeln. Wer schon so anfängt, der kommt bei mir nicht weiter mit seinen lächerlichen Zeugs hier. Fangt an zu googeln, Kamelurin für alle. Die machen sich verschiedene Accounts, ich habe seine Stimme erkannt, den Typen. Der will sogar noch Werbung machen. Du. Ja, kein Problem. Ich bin da für euch, macht euch keine Sorgen, ihr Kamelurin-Trinker. Hallo. Hallo. Also, hi. Ich bin das erste Mal bei dir auf deinem Live. Ja, herzlich willkommen. Und Dankeschön. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe eine kleine Frage. Ich habe heute mitbekommen, ich weiß nicht, ob ihr das auch alle mitbekommen habt, dass es einer Schule mehrfach Kinder in den Islam konvertiert worden sind, damit sie dort akzeptiert werden, weil sie sonst gemobbt worden sind. Das habe ich im Fokus gesehen. Ich habe mich damit noch nicht richtig beschäftigt und noch nicht richtig durchgelesen, aber was hältst du davon und woher denkst du, kommt das? Das kommt dadurch, weil die Muslime immer mehr und mehr werden und die anderen nichtgläubigen Kinder dann so ein bisschen unter Druck setzen, wie du schon zu Anfang gesagt hast, ne? Weil der Mohammed das auch gesagt hat, ne? Wenn ihr die Mehrheit bildet, dann sollt ihr eigentlich nicht mehr zum Frieden aufrufen, aber jetzt haben die noch nicht die Stärke dazu. Denn in Sure 47, Vers 35, kannst du auch durch Tafsir Ibn Kathir und die Ausleger dann dir mal reinziehen, was die da sagen, dass die in Zeiten der Schwäche genauso wie Mohammed handeln sollen, als er in einem machtlosen Zustand war, ruhig geblieben ist, weil er nichts machen konnte. Aber in Zeiten der Stärke die Leute zum Islam gezwungen hat, ne, das ist sehr, sehr krank. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich darf der Islam nicht als eine normale Religion betrachtet werden, sondern als ein wirklich durch und durch politisches System. Mit anderen, die bereit sind, für diese Religion Andersgläubige dann zu unterdrücken. Und da müssen wir rigoros vorgehen und ja, muss man was in seinem Mund aufmachen, ne? Auch wenn es heftig ist. Okay, aber also ich stimme dir auf jeden Fall zu all dem, du sagst, außer wo du gesagt hast, einfach nur der Islam. Weil ich habe zum Beispiel einfach nur normale Freunde, die gehören zum Islam an. Und die sind ganz friedlich. Also ich bin zum Beispiel orthodox, christlich-orthodox. Ich bin aber auch nicht krass gläubig. Die sind auch zum Beispiel, sie gehören zum Islam, sind aber auch nicht krass gläubig. Aber es gibt auch die, die Extremisten sind. Zum Beispiel wie diejenigen, die das in dieser Schule gemacht haben. Und ich denke, vielleicht gibt es da einen Unterschied, weil TikTok und andere Plattformen mittlerweile Jugendliche sehr radikalisieren. Ich sage dir, was das Problem ist. Die das machen, zum Beispiel das System versuchen zu verändern, und Andersgläubige so unter Druck zu setzen, das sind Leute, die auf Allahs Worte hören, auf das hören, was Mohammed ihnen gesagt hat. Du siehst also, dass es sogenannte Muslime gibt, die einfach ihr Leben leben und eigentlich gar nichts mit dem Islam zu tun haben. Wenn du sie fragst, was ist Scharia, sagen die, nee, jeder soll leben, so wie er will. Und dann gibt es darunter die Leute, die sagen, ja klar wollen wir Scharia, weil Allah das sagt in Sure 5, Vers 44. Wenn ich mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, der ist wahrlich ein Frevler.
Ja, und die wollen ja keine Frevler sein. Also wollen die das Gesetz verändern und mit Allahs Gesetzen richten. Und dann beginnt ja die große Katastrophe. Weil die Euro-Muslime, die hier leben und hier aufgewachsen sind, mit einem System aufgewachsen sind, der ihnen Freiheit gewährt. Weil unter dem Grundgesetz und Demokratie hier sind wir alle gleich vor dem Gesetz. Du als Christin, er als Muslim, die als Jüdin oder was auch immer. Wir sind ja alle gleich. Aber unter dem islamischen Gesetz ist der Muslim weitaus höher und sein Blut ist unantastbar. Ja, da hast du auf jeden Und Fall das ist recht. das Ich habe Thema. letztens ein Video dazu gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist. Ach so, ich glaube über Afghanistan, genau. Ich habe da aufgeklärt, was den Frauen jetzt quasi wieder droht, dass sie gesteinigt werden, dass sie ausgepeitscht werden, etc. Weil das ja alles immer extremer wird. Und dann haben Leute unten drunter kommentiert, dass sie die Scharia wieder wollen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ihr lebt aber hier in Deutschland und ihr seid so privilegiert. Ihr habt absolute Freiheit zu tun und lassen, was ihr wollt. Und ihr wollt hier eine Scharia. Und es gab so viele, die extrem waren. Es hat mich so erschrocken. Immer wieder, ja, der Islam kommt. Wir sind die wahre Religion. Wir werden Deutschland einnehmen und sowas. Was passiert denn zum Beispiel, wenn sie jetzt die Mehrheit gebildet haben und sie, hier leben ja Millionen von Ungläubigen? Wenn sie also anfangen, dann dementsprechend Gesetze einzufordern und nach das Gesetz zu verändern, dann werden sie auch die Ungläubigen hier in diesem Land bekämpfen und dann werden die Ja. die ein oder andere als SEX-Sklavin dann auch nehmen, weil das ja Ja, Ungläubige sind. absolut, Weißt du, absolut. was den Leuten hier in Europa und ganz genau in Deutschland blüht? Die Geschichte zeigt uns, wir müssen dämlich sein, den Islam als Religion überhaupt zu akzeptieren. Also das Kranke, der Ja, Islam okay. hat die Da hast du Fassade einer recht. Religion. Da hast du recht. Und dann ist die Frage, was es für einen logischen eigentlich Lösungspunkt gibt, dass wir das quasi lösen. Weil Mein dieses Lösungsvorschlag wäre der einzige Lösungsvorschlag. So wie Muslime, die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen und sagen, entweder du konvertierst zum Islam oder du bezahlst ein Schutzgeld oder du weißt schon, du Nackentherapie, sonst kriegst du eine Nackentherapie. Das sind die drei Optionen, die Mohammed dem Muslim mitgegeben hat, um die Nicht-Muslime vor die Wahl zu stellen. Das ist ja ein Befehl von Allah und Mohammed. Wenn ich die Macht hätte oder wenn ich irgendwie was zu sagen hätte, ich hätte morgen eine Rede gehalten im Fernsehen und hätte so gemacht, dass alle Menschen das hören. Und dann hätte ich die Muslime auch vor die Wahl gestellt, weil wir wissen, also dass wir das herausgefunden haben, dass ihr, wenn ihr die Oberhand habt, uns versucht zu unterdrücken. Das heißt, wenn ihr eines Tages, also wenn ihr mit uns leben wollt, dann müsst ihr dem Islam abschwören. Schwört ihr nicht dem Islam ab, müsst ihr dieses Land verlassen, so hart wie es klingt. So wäre natürlich gesunder Menschenverstand, weil diese Religion keine Religion ist. Verstehst du? Okay, ja, Jeder das Mensch, verstehe ich. jeder Mensch, der sich einmal mit dem Islam befasst hat, du siehst ja, dass die ihr eigenes Rechtssystem haben. Das ist also eine verfassungsfeindliche Religion. Wir sehen ja, die haben doch ihr eigenes Rechtssystem. Wenn du also die Muslime, willst du Allahs Gesetz, musst du in ein Land reisen, wo Allahs Gesetz über dich herrscht. Willst du also mit uns Demokratie und Menschenrechte, wo wir gleich sind vor dem Gesetz, dann kannst du gerne hier bleiben. Aber wenn du Werbung für den Islam machst, dann steht das hier unter Strafe. Kannst du ganz Absolut. normal hier Das ist leben dann mit uns quasi, sein? ja, sorry, dass ich dich unterbreche, aber könnte man sich dann darauf einigen, dass man sagt, es gibt zwar eine Religionsfreiheit, aber solange man diese tatsächlich nur im Privaten ausübt, dass du, wie du gesagt hast, dass man keine Werbung dafür macht, einfach Du siehst doch, wie für viele Leute Religion. da meine Gehirnwäsche verpasst bekommen, aber nach Syrien auswandern, auf einmal sich in die Luft. Du weißt schon. Du siehst also, dass man durch die Kritik am Islam, als aber auch am Verbot des Islams, auch Menschenleben rettet. Du weißt ja gar nicht, ich weiß ja eins zu eins, mit was für Gehirnwäsche die da hantieren. Ich hatte das selber erlebt gehabt, dass ein Deutscher, der zum Islam konvertiert ist, da haben die mit denen eine Gehirnwäsche gemacht. Da kam der zu mir und sagte: Ami, die haben mit mir über Dschihad gesprochen und so. Die wollten mich ausrüsten und nach Syrien schicken. Ist das Ja, krank? das Problem Was ist das beginnt ja für ein mittlerweile bei den Gehirn, Schulen. dass Das ich sagen muss, der Deutsche, der überhaupt gar keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, der zum Islam konvertiert, weil der denkt so, ich habe jetzt ein tolles Zugehörigkeitsgefühl, so, weil die mir jetzt bin ich der ihrem Bruder. Nein, nein, die sehen in dir nur Kanonenfutter. Nur die werden Ja. dir Gehirnwäsche verpassen, dann werden die schön dahin schicken. So sind sie. Genau. Und dann schicken die, die dann davor, damit sie quasi das Opfer treffen. Das verstehe ich. Letztes Jahr habe ich sogar mitbekommen, dass in einer Schule in Köln Mädels dazu gezwungen wurden, Kopftuch zu tragen oder sich angemessener zu kleiden, weil die Jungs, die da drinnen waren, die dem Islam zugehört haben, eben sich belästigt gefühlt haben von den normal gekleideten Mädchen.
Und da war ich auch schockiert, als ich das dann mitbekommen habe. Das könnt ihr auch selber nachgucken für diejenigen im Chat. Das war auch der Fall in Bonn, Mann. Jeder hat das gesehen. Ja, genau, in Bonn. Die Deutsche glauben mir, sobald ich hier sitze, würdest du die breite Gesellschaft fragen und sie fragen, was hältst du vom Islam? Würdest du lieber wollen, dass der Islam hier weggeht? 99% der hier lebenden Menschen würden sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland und man muss dem Islam Einheit gebieten. Aber die meisten trauen sich das nicht zu sagen, weil es den sozialen Tod bedeuten würde, verstehst du? Weil die meisten Angst haben um ihr Job, weil die meisten Angst haben um Konsequenzen in der Gesellschaft, weil die meisten Schiss haben, weil die meisten ihr Kopf in den Sand stecken, soll der andere das machen? Wo kommen wir dann hin? Verstehst du? Ja. Wenn jeder sein Maul hält, passiert genau das, was damals der Mann mit dem Bart. Aber es hält ja auch die meisten, das ist das Problem, die meisten halten leider ihr Maul und die meisten denken immer so, entweder sie sind total extrem eingestellt oder sie sind total rechts eingestellt, sorry, erstmal total rechts oder total links. So, es gibt keine Mitte mehr. Die deutsche Bevölkerung darf sich einfach nicht in eine Ecke drängen lassen, damit sie diese Nazi-Keule an den Kopf geknallt bekommt. Das ist ja diese Taktik, die sie anwenden. Sobald man am Islam Kritik ausübt, berechtigte Kritik, kriegt man ja sofort die Nazi-Keule auf den Kopf geknallt. Obwohl das ja gar nichts mehr mit Nazi zu tun hat, sondern man hat Angst um seine eigenen Mitbürger. Man weiß, wozu der Islam fähig ist und was er in Irak und Syrien angerichtet hat, wo die Oberhand auf einmal haben. Siehst du ja, was passiert ist? Hunderttausende von Tote, Dörfer auseinandergenommen und. Ja, woher kommt das? Einmal in den Blick des Korans geworfen, einmal den Blick in die Aussagen der Gelehrten geworfen, einmal den Blick in die Fatwas geworfen, dann siehst du doch den Wahnsinn. Ja. Ja, da musst du wirklich ein Wahnsinniger sein, der das nicht begreift. Sie verleugnen auch oft die Gewalt an Frauen, das muss man auch auf jeden Fall mal erwähnen. Ich habe gestern was gepostet zu einer Frau aus einem Clan, aus einer Clanfamilie aus Berlin. Sie wurde quasi da reingeboren, sie war die Tochter von einem Anführer. So, ich glaube, die Geschichte ist schon seit 2022 oder 23 schon öffentlich, weil sie hat auch schon längst ein Buch geschrieben darüber. Sie wurde mit 17 zwangsverheiratet und in ihrer Hochzeitsnacht wurde sie halt vergewaltigt, tut sie berichten online. So, sie hat es dann geschafft, nach mehreren Versuchen von dieser Clanfamilie rauszukommen, aber sie wurde mehrfach quasi fast tot geprügelt und auch einmal in den Wald gelassen, damit sie quasi stirbt. Sie hat es aber rausgeschafft. So, ich habe das gepostet, weil ich habe das gestern in den Nachrichten gesehen und ich mache Content zu Frauenrechten etc. Und du weißt gar nicht, wie viele Kommentare unten drunter waren von Männern, hauptsächlich 100%, von Männern, die gesagt haben, diese Frau lügt und das ist alles nur Hetze. Und da war sogar auch eine Frau dabei, die hat gesagt, die machen das nicht. Die sind nicht so. Und was ich ganz schlimm finde, ist, dass man eben dann die Gewalt gegen den Frauen in dieser extremen Religion dann einfach nur verleugnet. Und das ist auch ein riesiges Problem. Ja, das Problem ist, dass der Mohammed ja diese ganze Gewalt an den Frauen ja legitimiert hat, ne? Durch Sunan Ibn Majah hat dies 1986 auch die Aussagen von ihm, ne, dass ein Mann nicht gefragt werden soll, warum er seine Frau denn, du weißt schon, ne? Mhm. Alles auf Grundlage dieser ganzen Aussagen von Mohammed, ne? Du siehst das zum Beispiel Taliban, ne, wie die da die Leute am Auspeitschen sind, wie Wahnsinn. Ja, absolut. Es geht mir dann darum, in Deutschland, dass man einfach hier ist, vor allem die Frauen, die hierher kommen und zum Beispiel auch ihr Kopftuch ablegen möchten. Ich habe letztens einen Account, ich war bei einem Account, es hieß irgendwie vegan im Orient, irgendwie sowas. Das ist eine orientalische Frau, ich glaube, sie ist Türkin, ich bin mir aber nicht sicher. Sie hat auch mal Kopftuch getragen. Und sie macht so Content mit veganen Rezepten etc. Und sie hat ein Video hochgeladen mit ihrem Glow-Up, dass sie quasi irgendwann mal erfolgreich geworden ist, auch mit ihrem Laden und ihrem Rezeptbuch und so. Und in dem ersten Foto war sie mit Kopftuch und dass sie unzufrieden war und dass sie noch kein Business hatte. Und in dem nächsten Bild war sie erfolgreich und ohne Kopftuch. Und es war ein riesiger Regen von Hasskommentaren, die sie verflucht haben und sie kritisiert und gehasst haben, dass sie das Kopftuch ausgezogen hat. Und dann frage ich mich, warum predigt ihr, dass die Frauen das alle freiwillig machen, wenn ihr aber unter so einem Beitrag zehntausende Kommentare abgibt, wie sehr ihr diese Frau jetzt hasst und was es für eine, sorry, Kachba ist, weil so haben sie die da bezeichnet, und was es für eine Hure ist und dass sie zu einer deutschen Hure geworden ist, einfach nur, weil sie dieses Kopftuch ausgezogen hat, dann kann es nicht sein, dass diese Frauen es alle freiwillig machen.
Ja, hättet ihr wenigstens gesagt, ihr dummen Idioten, wenn ihr wüsstet, warum ich überhaupt das Kopftuch ausziehe, dann wüsstet ihr ganz genau, würdet ihr auch alle das Kopftuch ausziehen, denn es war Omar ibn al-Khattab, der das wollte, dass man das Kopftuch einführt, aufgrund, weil er die Frauen des Propheten beim Kacken zugeguckt hat. Was? Ja, Sorry, dass ich lache, was? Sahih Bukhari 146, kann jeder nachschlagen. Der Omar Okay, ibn, das also ist der zu spät. Allah war mit Omar ibn al-Khattab in drei, mit drei Dingen war er in Übereinstimmung. Und zwar, dass die Gebetsstätte und hier der Hijab-Vers kam wegen ihm in Sure 33, Vers 58, aufgrund von Sauda, weil er sie erkannt hat in der Nacht. Und beim Notdurft verrichten, die Frau hat darum ne, ihr Notdurft verrichtet. Und da hat er sie gesehen und hat er gesagt, Sauda, wir erkennen dich. Und da hat er den Mohammed gebeten, meinte, kannst du mal bitte dafür sorgen, dass die Frauen sich verhüllen? Und dann kam auf einmal der Hijab-Vers. Heftig, ne? Okay, Der krass. Typ sagt Also, was das wusste und dann ich gar kommt nicht. Allah mit dem Hijab-Vers. Das ist so krass. Das Das kannst du auch machen. wusste ich gar Guck dir nicht. das bitte an. Sahih Bukhari 146, da wirst du schon fündig werden. Wenn jemand die Okay. Wahrheit so glaubt mir, der wird die Wahrheit finden und die Wahrheit wird ihn auch frei machen. Genau wie ich damals. Als ich die Wahrheit gesucht habe, hat die Wahrheit mich auch frei gemacht und die Wahrheit hat einen Namen. Das ist Jesus Christus. Amen. Hast du die Geschichte schon erzählt? Weil wenn ich dich jetzt frage, hey, weil wie gesagt, ich kenne dich. So vor allem das Live erst jetzt seit jetzt, vielleicht zur Kurzfassung, wie kamst du dazu, dass du vielleicht also vom Islam komplett dann gewechselt bist? Was war der Klick? Du kannst dir mein Zeugnis angucken, das ist jetzt viel zu lange. Du kannst dir mein Zeugnis Okay. angucken auf meinem Kanal, Okay. Ex-Muslim mit Herrn Auftivor, das hat ja fast schon 400.000 Aufrufe, das Video. Kannst du dir in Ruhe Okay. angucken, das habe ich eine Stunde ausführlich Zeugnis gegeben, da wird das alles von A bis Z erklärt. Ne? Okay, perfekt, mache ich dann. Ja. Okay, meine Liebe, danke, dass du dabei warst. Gott segne dich und Alles deine klar, Familie. ja. Tschüss. Emre. Amir, hi, wie geht's dir? Gut. Ja, Gott segne dich und deine Familie. Mir geht's auch soweit ganz gut, danke schön, mein Bester. Und zwar, ich wollte eigentlich mal fragen. Ich habe ja deine YouTube-Videos teilweise auch so ein bisschen angeschaut, auch die mit deinem Bruder, ne? Und ich glaube, da bearbeitet ihr auch viel diese Themen mit diesen, ich nenne es jetzt mal mit diesen Illuminati-Zeugs und so, ne? Also die Das fand Vorträge ich von zum meinem Beispiel, Bruder angehört, ne? sehr interessant als Thema, ne? Was hast du da zum Beispiel Vergleiche zum Islam? Wie meinst du? Ja, wie ich meine, ich kann jetzt nicht alles wiedergeben. Das waren echt lange Videos, die ich mir angeschaut habe. Aber zum Beispiel wie in Mekka dieser schwarze Würfel und sowas steht, mit dem Planeten Saturn und so. Ich glaube, da war irgendwas von einem Bruder, Ja, was genau, du das ist gesehen nichts hast. anderes als so Saturn-Verehrung. Also die machen nichts anderes als das, was um den Saturn herum ist. Siehst du ja diesen Kringel da. Genau, damit beschäftige ich mich auch intensiv. Inwiefern Das würdest sind du vergleichen? Astralreligionen. Du siehst ja, dass der Islam nichts anderes ist als so eine Astralreligion-Götzenkult. Nichts anderes. Mohammed hat ja nichts Neues gebracht. Die damaligen Quraysh haben auch die ganze Zeit diesen Tawaf gemacht um so einen Stein. Und jedes Mal, wenn die einen besseren Stein gefunden haben, haben sie darum Tawaf gemacht. Also es war nichts Neues. Das ist einfach götzendienerische Praktiken, die Mohammed einfach in seiner neuen Religion mit eingebaut hat. Ne? Ja, Das ist genau, das da wollte ich Problem. dich mal fragen, welche Praktiken zum Beispiel oder Punkte würdest du noch sagen, die wirklich konkret, wo du sagst, das ist Götzendienst jetzt im Islam? Ja, allein wenn du einen Stein umrundest und diesen dorthin trampelst, also die trampeln sich ja zu Tode, um diesen schwarzen Stein zu küssen. Das hilft Weil jetzt Mohammed sehr. hat gesagt, dass dieser Stein aus dem Himmel gefallen ist, er einst weiß war und die Sünden der Menschen haben ihn schwarz gemacht. Und die Leute wollen dahin, um diesen schwarzen Stein zu küssen. Und dann sehen wir auf einmal durch andere Überlieferer, dass die uns überliefern, dass die rechte Hand Allahs ist auf Erden, die sie küssen und die verehren. Das ist absoluter Wahnsinn, ist das. Ja, das waren zum Beispiel für mich auch Punkte damals, die mich etwas irritiert haben. Ne? Du Und siehst, dass das ein welche absoluter konkreten Punkte Steinfetischismus könntest ist, du ne? noch aufzählen? Bitte was? Welchen Punkt könntest du jetzt noch praktisch aufzählen, wo du sagst, guck mal, daran sieht man, dass es wirklich Götzendienst ist? Ja, allein diese Steinverehrung und dann nehmen die noch Steine und werfen das gegen eine andere Mauer und denken damit, dass sie den gesteinigten, also den Satan, den verfluchten Satan damit steinigen. Was meinst du, wie der Satan sich über die kaputt lacht? Ja.
Verstehst du, dass sie so symbolisch Steine nehmen und einfach irgendwo gegen eine Wand klatschen und meinen damit, dass sie Satan so steinigen? Das ist Aberglaube. Ja. Der Islam hat die Muslime so weit gebracht, dass die tausend und eine Nacht Märchen als Gottes Offenbarung glauben. Das ist Wahnsinn, ist das. Ja, das ist schon krass. Sie legen auch noch andere Menschen um, die gegen diese tausend und eine Nacht Märchen etwas sagen. Das muss immer geben. Ja, auch zu dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, was mir auch auf die Nerven geht. Also der größte Teil meiner Freunde sind ja auch Moslems, ne? Auch immer dieses, es werden andere Religionen respektiert, man soll uns sage ich jetzt mal, auch respektieren, das ist ja auch völliger Quatsch. Das wird ja wirklich nur nach außen so verkauft, aber intern weißt du ja selber, was andere Religionen. Ja, die verstehen nicht, dass sie auf die Suche gehen sollen, um herauszufinden, wer dieser Allah in Wahrheit ist, weil der Allah sagt von sich selbst aus, dass er der beste Listenschmied ist. Und das sind keine Eigenschaften Gottes. Wenn Gott von sich selbst aus sagt, dass er der beste Täuscher und Listenschmied ist, dann müssen alle Alarmglocken angehen und sagen, ey, hör mal zu, wenn du die Bibel betrachtest und in den ersten Versen der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1, liest, dass die Schlange die listigste war auf dem Felde, dann ist das die Eigenschaft des Teufels, listig zu sein. Und dann beschreibt Allah sich selber mit dieser Eigenschaft. Das ist Allah der Teufel, oder was? Ja, aber es ist ja geschickt gemacht. Ne? Ich versuche ja viel zu diskutieren. Und man sagt dir schon allein, wenn du drüber nachdenkst, dass du aus der Religion austrittst praktisch. Ne? Deswegen trauen sich viele auch gar nicht. Ja, du siehst ja, dass der Mohammed dafür gesorgt hat, dass derjenige, der aus dem Islam austreten möchte, mit seinem Leben bezahlen muss. Ne? Ja, ist es so? Ja, natürlich. Der Yusuf al-Qardawi sagte, der Islam besteht heute nur deswegen, weil die meisten Muslime Angst haben, den Islam zu verlassen. Würde man die Strafe für Apostasie wegnehmen, gäbe es den Islam morgen nicht mehr. Wahnsinn, ne? Ja, okay, das ist und, hier in Europa fühlen die sich was Tolles. Und in islamischen Ländern verlassen alle den Islam, weil sie alle Arabisch lesen und sprechen können. Verstehst du? Ja, das ist auch das, was mich aufregt, ne? Dass man sich auch so krass über Deutschland aufregt. Alle leben sie aber hier. Wo ich auch sage, ich bin selber Türke, wo ich sage, wer hält dich denn? Du kannst auch direkt auch zurück in die Türkei, wenn du willst. Macht aber keiner. Und halt auch dieses Heuchlerische. Ne? Jetzt, wenn du mal guckst, nach dieser Palästina-Sache da, haben sie alle protestiert. Mittlerweile sehe ich in denselben TikTok-Channels teilweise oder auch bei eigenen Freunden in Insta-Stories, wie sie wieder Red Bull Grün und was weiß ich was trinken. Also lächerlich, da geht's ja wirklich nicht. Ne? Aber zwei Wochen lang Burger King boykottieren und alle, die man bei Burger King sieht, als... Weißt du, wen ich ernst nehme von den Muslimen, die ausgewandert sind, um für Allahs Sache zu kämpfen? Das sind die einzigen Muslime, die ich ernst nehme. Alle anderen sind sogenannte Munafirin, die auch ein potenzielles Angriffsziel des Islamischen Staates sind. Mehr ist das gar nicht. Ja, weil das Islam auch die Religion zeitlos ist. Der Islam hat sich in Gut und Böse eingeteilt jetzt. Und zwar die Guten sind der Islamische Staat, laut deren Terminologie. Und alles andere, was nicht zu ihnen gehört, ist böse und wird vernichtet. Das war's. Mehr ist das gar nicht. Das Kalifat wurde ausgerufen, die Muslime des Islamischen Staates wird auch nie wieder aufhören, bis die gesamte Welt den Islam unterjocht ist. Das war's. Und die ganzen Euro-Muslime werden eines Tages dran sein. Ich denke, du kennst die Geburtenrate der Deutschen. Ich denke, du kennst die Geburtenrate der Deutschen. Was denkst du, wie sie langfristig weiter? Wie siehst du Deutschland in 10 Jahren? Ja, gar nicht gut, aber... Der Satan hat ja natürlich auch seinen Plan mit den Muslimen. Der weiß ja ganz genau, dass die Muslime diejenigen sind, die absolut gewaltbereit sind und dementsprechend dem Staat und dieser Elite helfen, an ihre Sachen ranzukommen, die sie gerne durchdrücken möchten, anhand von Gesetzen und so. Und da eignet sich der Islam mit den Muslimen am besten. Ne? Ja. Weißt du, was bei mir ein krasser Moment war? Ich habe mich ja viel auch mit diesen elitären Familien beschäftigt. Ich war in London in der Freimaurerloge. Das Krasse ist, ich habe elitäre Familien gesehen. Die haben ja auch ganz normale Accounts teilweise, wenn man wirklich mal genau in die Thematik reingeht. Die hatten teilweise das Allah-Zeichen im Wohnzimmer hängen. Und, ja, genau. Mehrere Punkte, die ich jetzt hier aber nicht aufzähle, wo ich halt immer stutziger wurde. Ne? Und irgendwann bin ich auch auf deinen Bruder gestoßen. Die Videos fand ich interessant. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich mich irgendeiner Religion als gehörig bezeichnen würde. Ich suche noch, ne? Ich hoffe natürlich, dass du in Jesus Christus findest. Du siehst ja, dass mein Bruder bewiesen hat, was für ein Kampf hier auf der Erde stattfindet zwischen dem Satan und Jesus Christus. Das ist der einzige Feind, den er hat.
Den Islam hat er schon, den Buddhismus hat er schon, Hinduismus hat er, alle Religionen gehören ihm. Das Einzige, was er nicht antasten darf, ist die Bibel und die wiedergeborenen Christen. Alle andere hat er schon. Das ist das. Ja, ich will ja nicht zu nahe treten. Was mich da irritiert hat, war, weil man ja sagt, zum Beispiel, dass die Geschichte von Jesus ziemlich identisch mit der zu der Geschichte von Horus ist. Das stimmt absolut nicht. Wenn du 5 Minuten Recherche machst, dann wirst du sehen, dass diese Leute von Zeitgeist absolute Lügner und Betrüger sind. Wonach muss ich denn googeln? Einfach Zeitgeist widerlegt. Gib das mal ein bei Google, dann wirst du schon sehen. Da gibt es eine ganze Page von einem Professor, der das mal auseinandergenommen hat und aufgezeigt hat, dass diese Leute einfach einen Quatsch erzählen. Horus hatte weder 12 Jünger noch gar nichts. Okay, dann mache ich das. Das ist einfach eine weißt du, was das ist? Da hast du das erste Teil gesehen, wie präzise die 9-11 auseinandergenommen haben, Zeitgeist. Ja, ja. Und dann versprühen sie ihr das Gift. Bloß nicht an Jesus glauben. Ach, Jesus, was merkst du? Und was wirst du tun? Der Teufel, wie lieblich der ist. Das ist ja, diese ganze Punkte. Mir ist das sofort aufgefallen. Ich dachte so, krass, die geben dir eine Wahrheit, um dein Vertrauen zu gewinnen, damit sie dich anlügen, um dich von Jesus Christus wegzubringen. Sofort. Sofort wusste ich's. Ja, mir weißt du auch, man da war ich noch nicht mal im Glauben. Da war ich noch nicht mal im Glauben. Weißt du, was ich krank war? Ich war noch nicht mal im Glauben. Ich habe mir 10, 20 Minuten genommen, um Recherche zu betreiben gegen Zeitgeist. Da kommst du auf so viele Sachen. Glaubst du mir das? 5 bis 10 Minuten hast du das alles raus. Was sagst du zum Beispiel zu dem Punkt auch, dass im Islam, dass man sagt, man muss 10% seines Einkommens spenden? Das suggeriert mir ja, dass Armut praktisch akzeptiert wird oder halt so. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, die Muslime sind verpflichtet, Zakat zu geben. Das ist ein Teil ihrer Einnahmen. Ne? Ja, es geht auch zu viel immer wieder um Geld, um Reichtum, um all diese Dinge. Ne? Ja. Auch wie sie halt Mekka sagen, die heilige Stadt. Aber wenn du dir Mekka anguckst, die ganzen Gebäude dort und alles Mögliche, das ist ja schon umzingelt von Satanismus, sage ich jetzt mal. Und der schwarze Würfel ist halt auch ziemlich, das finde ich schon auch sehr irritierend, ne, dass man dann seine Runden rum dann das Ding küssen, ich weiß nicht. Ja, es ist Astralreligion, ne? Astralglaube, also Irrglaube. Ja, ja, mir dann, ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Das Ding ist, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du mich hochholst. Beim nächsten Mal schreibe ich mir Fragen auf. Alles klar, kein Problem. Und ja, danke schön. Ich mache jetzt auch langsam Schluss. Wir haben schon 1 Uhr, ich muss morgen früh raus. Mach's gut, MW, Gott segne dich. Und lies doch mal, wenn du die Zeit findest, MW, lies doch mal zwischendurch die Evangelien und lerne Jesus Christus selber einmal kennen. Das schadet ja nicht, einmal die Evangelien zu lesen, verstehst du? Ja, ja, ich bin offen, also wie gesagt, ich lese mir alles gerne durch. Sehr gut, okay. Ich werde für dich beten, MW. Dankeschön, schönen Abend. Gott segne mein Bester. Ciao, ciao. So, ihr Lieben, komm, wir beten noch und dann gehen wir schlafen. Hört ihr mich jetzt? Okay, jetzt. Na gut, dann machen wir es nochmal. Dann beten wir jetzt nochmal. So viel beten, wie nur geht, das ist wichtig. Siehst du, das war ein Zeichen, dass ich nochmal für uns beten sollte. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für jede einzelne Seele, die hier drin ist, Herr. Ich danke dir auch für jede einzelne Seele, die das jetzt hört und noch keine Entscheidung für dich getroffen hat, dass sie für dich eine Entscheidung treffen, Herr, denn du bist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen, Herr, und du bist der Wahrhaftige, Herr. Und ich bete noch, dass ganz viele Menschen hier das noch erkennen, Herr Jesus Christus, bevor es zu spät ist, Herr, und sie ohne dich in den Tod gehen oder gar nicht bei der Entrückung dabei sind, Herr Jesus Christus, denn du wirst bald kommen und das spüren wir, Herr Jesus Christus. Die Zeit zeigt es, Herr Jesus Christus, dass du nicht mehr weit entfernt bist, Herr, vor unserer Entrückung, Herr Jesus. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du die Probleme, Ängste und Sorgen von uns nimmst, Herr Jesus Christus, die noch in uns sind und uns ganz dir und wir dir ganz vertrauen dürfen, Herr, und unser Leben, unsere Seele und alles, was wir haben,
in dir anvertrauen, Herr Jesus Christus, und dir nachfolgen, Herr. Wir bitten dich, dass du uns segnest, behütest und beschützt, Herr, vor allen Angriffen des listigen Teufels, Herr, und dass du nicht zulässt, dass wir angetastet werden, Herr Jesus. Bitte löse du die Probleme der Menschen, Herr, und bitte öffne du die Augen, Herr, dass noch ganz viele zu dir finden, Herr. Wir beten auch für unsere verfolgten Geschwister, Herr Jesus Christus, die gerade durch den Islam leiden, Herr, und dein Wort wie immer in Erfüllung geht, Herr Jesus, denn du hast uns gewarnt, dass es kein Zuckerschlecken ist, dir nachzufolgen, Herr, und dass es mit Leid verbunden ist, Herr, dass du auch erwähnt hast, dass, ja, dass es eine Zeit kommen wird, in der Menschen auftreten und uns umbringen werden, dass, weil sie weder den Vater noch dich erkannt haben, Herr, und sie denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen, Herr, aber diese Menschen sind blind, Herr, aber wir wollen für sie beten, dass sie aufhören damit, Herr Jesus Christus, dass sie erkennen, wer dieser Allah ist, Herr Jesus, dass du ihnen Trost schenkst in dieser schwierigen Zeit, Herr, dass sie erkennen, dass du der Wahrhaftige bist und für sie da bist, Herr. Ich bitte dich noch von ganzem Herzen, Herr, dass du ganz viele Menschen noch zu dir führst, bis deine Entrückung stattfindet, Herr. Und wir alle Zeit bei dir sind, Herr. Ich warte sehnlichst auf diesen Tag, Herr, und wir können es kaum abwarten, bei dir zu sein, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich auch, dass du stets, ja, einfach für uns da bist, Herr, unsere Familien segnest, Herr, und noch auch unsere Familienmitglieder zu dir führst, Herr. Ich möchte auch allen Menschen vergeben, die nach meinem Leben trachten, Herr, und nach unserem Leben trachten und uns beleidigt haben, Herr. Aber um deines Namens willen ist es mir wert zu leiden, Herr, auch wenn es bald losgehen sollte, Herr. In dir leben, weben und sterben wir, Herr, und ich bete für alle, dass sie die Stärke bekommen, die sie benötigen, Herr, um bis zum Ende auszuharren, Herr, und ja, einfach zu dir zu stehen, Herr, egal was es kostet, kostet es, was es wolle, Herr, denn du hast es verdient, Herr. Du hast dein Leben für uns gelassen, Herr, und ich bete für alle hier, die hier sind, dass wir auch bereit sind, ja, unser Leben auch für dich zu lassen, Herr Jesus Christus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, und bitte segne weiterhin die Streams und weiterhin die Geschwister und auch die Muslime, dass sie eine Entscheidung für dich treffen. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ja. Ja, möge der Herr Jesus Christus euch segnen, auch die, die mich verflucht haben, beleidigt haben. Ich mache das nicht zurück. Wenn ich die ein oder andere Sache gesagt habe, die euch verletzt habt, dann tut es mir leid. Ansonsten stehe ich zur Wahrheit, und das ist der Herr Jesus Christus, und werde keine Kompromisse machen. Der Herr hat es verdient, dass man zu ihm steht, und ich stehe hier mit meinem Gesicht, mit meinem Namen, alles. Und das ist auch richtig so. Und genauso die ganzen Geschwister hier. Gott segne euch bei eurer weiter standhaften Haltung, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch reichlich segnen. Ihr seid schon gesegnet, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt. Ihr habt die beste Entscheidung eures Lebens getroffen. Okay, ihr Lieben. Gute Nacht, ja. Schlaft gut, und ja, so Gott will, dann hören wir uns später, ne? Okay. Ciao.